Hallo, meine liebe Community von Engelgeflüster Tarot. Ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir. ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich hatte jetzt wirklich tatsächlich mir mal eine Woche YouTube-Auszeit genommen. Und die, die mich kennen, wissen ja, ich mache das ja sehr, sehr gerne. Und ich habe euch auch vermisst. Irgendwie war die letzte Woche so vollgepackt mit Aufträgen und Readings und Coachings und Heilarbeiten und Selbstreflexion, dass ich irgendwie YouTube nicht mehr geschafft habe. Aber wie gesagt, jetzt bin ich wieder da. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber wir sind in einer Wochenbotschaft, in der neuen. Und zwar vom Montag, den 28.10. bis einschließlich Sonntag, den 3.11. Meine Lieben, eine super mystische Woche. Halloween haben wir dabei. Was haben wir noch? Ja, der November auf schnellen Füßen kommt in unsere Energie, in unser System. Ich mag diese Zeit, weil sie hat irgendwas. Sie hat etwas Mystisches. Ich finde das schön, meine Lieben. Und deswegen, es ist für mich die Zeit der Reflexion, der Transformation. Man kann sich in dieser Zeit sehr gut mit sich selbst beschäftigen. Zumindest sagen wir mal so, für die Menschen, die damit immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, ne? Die halt gerne draußen in der Sonne liegen oder viel unterwegs sind, ne, und viel unternehmen. Das ist natürlich jetzt die Zeit, wo es halt draußen kälter ist und wo man doch mehr zu Hause ist. Und ich denke, das ist ein Stück weit gut für die Vorbereitung auf 2025. Nutzt gerne diese Zeit, ja, und arbeitet an euch, an den Glaubenssätzen, an eurem Charakter, an euren Strukturen, an der Veränderung. Das sind so ein paar Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ja, meine Lieben, ich habe natürlich wieder ein bisschen beim Gassi gehen vorhin, weil guten Morgen erstmal. Wir haben es jetzt gleich 14.30 Uhr. Zeitumstellung war auch schon, denkt bitte daran. Habe ich natürlich ein bisschen auf dem Weg in der freien Luft und mit meinem Hund ein bisschen die Kommunikation mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde gesucht. Ja, und das ist ja so mein täglich Brot, was ich mehrmals am Tag tue. Ich liebe die Kommunikation mit der Schöpfung, weil ich mag es nicht, in den Tag hineinzuleben. Und ich sage immer, wir Zwillinge, also Luftzeichen, Zwillinge, alle die, die sehr viel im Kopf haben oder die sehr gerne, sehr leicht und selbstbestimmt leben, natürlich auch die anderen Sternzeichen, deswegen habe ich das jetzt gerade etwas ausformuliert, die selbstbestimmt leben, die möchten natürlich nicht mehr funktionieren. Und wer hilft uns besser wie der Schöpfer? Niemand. Denn nur der Schöpfer weiß und kennt unseren Seelenweg und unseren Lebensplan. Und das, meine Lieben, ist ganz, ganz wichtig. Ja? Vielleicht sind es ja auch für dich jetzt gerade alles böhmische Dörfer und du sagst, was erzählt ihr hier für einen Quatsch und für einen Blödsinn. Ja, dann ist es nicht dein Kanal, dann ist es auch nicht deine Legung und dann ist es auch nicht, denke ich mal, das richtige Mentoring, was dich weiterbringen wird. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere auf YouTube, die dir vielleicht mehr erzählen können, was du hören musst. Oder die dir vielleicht auch Honig ums Maul schmieren und du dich dadurch einfach wohler fühlst, was hier natürlich nicht der Fall ist. Moment. Ein Schluck aus meiner Kaffeetasse. Meine Lieben, ich weiß noch nicht, wie lange das Video geht, aber ich wollte euch gerade erzählen. Das ist wieder so typisch Zwillinge. Vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen gechannelt und das erste Wort, was mir mitgeteilt worden ist, ist Transformation. Was ist Transformation? Transformation ist Veränderung. Ja? Das bedeutet also, es steht eine Veränderung für dich an, wenn du es zulässt, wenn du es möchtest, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, also, und das hat so gut wie 99% jeder von uns, sagst, also ich reflektiere mal mein aktuelles Leben und gucke mir einfach mal an, jetzt in dieser kommenden Woche, was gefällt mir ausgesprochen gut, wo traue ich mich irgendwelche Dinge noch nicht oder wo möchte ich gerne eine Veränderung haben. Und meine Lieben, ich weiß, das hört ihr in der Regel ungerne, aber
es gibt immer wieder unter meinen Videos Kommentare, wo es heißt, oh, ich freue mich schon drauf oder ach, das wäre ja schön, wenn. Also das wäre ja schön, wenn oder ich hoffe, bedeutet, dass du nicht daran glaubst. Und alles andere liegt letztendlich in eurer Macht und Kraft. Das heißt, ihr seid die Veränderung. Also hinsetzen, schauen, was möchte ich gerne, was tut meiner Seele gut, was tut meinem Herzlein gut, was möchte ich gerne zum Beispiel in Liebesangelegenheiten, in beziehungstechnischen Dingen, was möchte ich gerne leben, was möchte ich gerne verändern, zum Beispiel vom Single-Dasein in eine beständige, lichtvolle Beziehung. Und da sage ich auch immer sehr, sehr gerne, bleibt so lange Single, bis ihr jemanden findet, der wirklich auch wie Arsch auf Eimer zu euch passt, der euch so nimmt, wie ihr seid, der, wo man sich sieht und sagt, alles klar. Ne? So, da hat man eine Symbiose miteinander, da weiß nicht, sind wir nicht mehr im Kindergarten, sondern da haben wir einfach einen, wie soll ich sagen, wie meine kleinen Geister hier, mal irgendwelche Einfälle oder mal irgendwelche Ideen, wo man anderen eine Freude machen kann oder wie auch immer. Das sind zum Beispiel so kleine Beispiele, ja, die in Bezug auf Transformationen hindeuten können. Oder natürlich auch im beruflichen Sinne, ne, dass man sagt, okay, gefällt mir das, was ich mache. Ne? Ich zum Beispiel, ich habe drei verschiedene Ausbildungen. Ich habe jahrelang hervorragend funktioniert, bis ich mal sehr, sehr krank geworden bin und habe mir geschworen, dass ich nur noch das tue, was mir die Schöpfung erzählt. Und Leute, ihr werdet das glauben oder auch nicht, seitdem lebe ich freibestimmt. Ich mache, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ich teile mir meine Zeit frei ein und ja, und ich muss sagen, es funktioniert auch. Ja, und dieses Funktionieren, gerade die alleinerziehenden Mamas oder generell die Mütter, die wissen, was ich meine, morgens aufstehen, Kinder wickeln, Kindergarten, Kinderschule, Haushalt machen, nach Hause kommen, arbeiten gehen, vielleicht zwischendurch nochmal, dann einkaufen gehen, Essen machen, Kinder ins Bett bringen, Kinder bespielen, Vereine, bla bla bla. Leute, ganz ehrlich, also wer es leben möchte und soll oder will, soll es gerne tun. Ne? Aber wie gesagt, jedem das seine. Und das sind so auch alles Themen, die transformiert werden können, wenn ihr das gerne möchtet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also jeder wird hier in dieser Legung irgendeine Baustelle haben und sich irgendwie doch mal fragen, möchte ich das Leben so weiterleben, wie ich es gerade mache? Ja oder nein? Ne? Und das kann jeder für sich frei selbst entscheiden. Ne? Und dazu gehört Mut, Stärke, Kraft und Glaube. Die Anbindung zur Schöpfung, weil dadurch werdet ihr einfach geleitet. Dadurch fällt euch das Leben einfach leichter. Und das Vertrauen natürlich, dass ihr alles das, was ihr erreichen wollt, in der Bewusstwerdung zu fokussieren, zu visualisieren, was ihr auch wollt. Das ist immer die Voraussetzung, das so zu verändern durch Transformation, dass ihr letztendlich sagt, ich habe das geilste Leben ever. Und darum geht es in der kommenden Woche. Und zwar auch, das ist der zweite Begriff gewesen, die Bewusstwerdung, sich etwas bewusst machen, sagten sie zu mir. Ja, also auch dahingehend, ehrlich zu sein zu sich selber, wo lebe ich noch eventuell Unehrlichkeiten, wo bin ich mir selber gegenüber meinem inneren Kind, mir selbst nicht ehrlich. Ja, oder wo habe ich halt jetzt so die letzte Zeit so ein bisschen gestrauchelt und habe halt gedacht, okay, wie ich zum Beispiel, ich brauche jetzt mal einfach eine Auszeit, die ich mir nehme, ich darf es mir erlauben, ich erlaube es mir. Oder wo du gesagt hast, du fokussierst dich jetzt erstmal darauf, weil dir das mehr Freude macht, aber hast das andere noch im Hintergrund oder im Rückhalt, wo du sagst, okay, da weiß ich, da muss noch was korrigiert werden, zu Ende gebaut werden oder neu erschaffen werden oder eine Kurskorrektur, wo man sagt, der Fokus und der Kurs, den man eingeschlagen hat, den darf man verändern. Ja? Also das ist auch diese Bewusstwerdung. Und das ist der dritte Punkt gewesen und der ist natürlich letztendlich der Startschuss für alles, was ich eben gerade gesagt habe. Und zwar sich aufgerufen zu fühlen, in das Mitschöpfertum zu kommen, zu gehen. Also das bedeutet, meine Lieben, dass ihr euch aufgerufen fühlen dürft, hier ein Stück weit mit anzupacken. Also ich gebe euch ein Beispiel. Angenommen, ihr wollt umziehen, ja, dann könnt ihr sagen, entweder macht ihr den Umzug selber oder aber ihr holt euch eine Umzugsfirma. Bedeutet aber trotzdem, dass ihr dafür gearbeitet haben müsst, um das Geld zu haben, um dann die Umzugsleute zu bezahlen. Also irgendwo ist immer in unserem Leben ein Stück weit
Eigenermächtigung, Mitschöpfertum irgendwo immer mit dabei. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt habe ich so schön 10 Minuten euch alles erzählt. Und jetzt gucken wir uns mal in die Karten. Jetzt gucken wir mal, was die Schöpfung euch noch mitgeben möchte für die kommende Woche. Meine Lieben, es sollte irgendjemand hören. Was auch immer. Also alle, die jetzt die eine Veränderung wollen, in der Ecke sitzen, Leute, und warten, was da kommt, kann ich euch sagen, da kommt dann gar nichts. Ja, und das ist genau das, um was es geht. Also, wenn du eine Veränderung möchtest, egal in welchem Bereich, ob in der Liebe oder im Beruf oder du willst umziehen oder sonst irgendwas, dann bedeutet das letztendlich nichts anderes, wie du darfst dir bewusst sein, was du möchtest, um dann letztendlich die Wege zu gehen, zu wissen, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was verändern. Und ich weiß, viele wollen das Wort muss nicht hören, aber Leute, ganz ehrlich, manchmal muss man sich in den Hintern treten. Und manchmal muss man auch mal sagen, okay, jetzt habe ich so viel getan, jetzt darf ich mir eine Auszeit nehmen oder jetzt muss ich mal wieder in die Puschen kommen. Ja, und dann ist das so. Ja, dann darf man einfach eine Veränderung ins Leben rufen und begehen. Genau. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich hier habe. Guckt mal, meine Lieben. Und zwar, frei von Urteilen, frei zu lieben. Das bedeutet, Urteilen ist immer so eine ganz schwierige Sache. Ne? Das geht dann schon wieder in Richtung Lästern. Guck mal, der oder die, wie der oder die das machen. Hier ist eher der Fokus oder die Bewusstwerdung. Und ihr seht wieder, wie das grün ist. Ne? Grüne Decke, grünes Bild. Es ist eine Heilungsfrequenz, meine Lieben. Es bedeutet, dass man gewisse Dinge, wie sage ich immer so gerne, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sei einfach ruhig. Ja, und sich hinzustellen zum Beispiel und zu urteilen, du kennst doch gar nicht das Leben der anderen. Du kennst doch in der Regel gar nicht die Person, um die es geht. Und selbst wenn du sie kennst, wird diese Person immer einen Grund haben, warum sie dann selbstbestimmt auf einmal etwas entscheidet und irgendwas tut, auch wenn du es nicht verstehst. Denn jeder hat sein Leben. Und jeder geht letztendlich alleine durch sein Leben. Das Einzige, was ist, dass wir Menschen begegnen oder mit Menschen sind, die uns ein Stück weit Unterstützung geben in unseren Aufgaben, die wir bekommen haben, die wir aber mit der Schöpfung vereinbart haben. Das ist genauso wie der Tisch, der Stuhl, das Licht, eure Klamotten, das sind alles Illusionen. Das sind alles nur, ich sag mal, Schöpfergaben, die dazu führen, dass wir unsere Lernaufgabe leichter absolvieren können. Es ist aber auch keine Selbstverständlichkeit. So, und frei zu lieben, ja, frei zu lieben, das ist diese Aufgabe, frei zu lieben. Wenn du frei von Urteilen bist, dann bist du frei. Dann fokussierst du dich auf dich. Ne? Zum Beispiel, du wachst morgens auf und sagst, wow, ich habe das geilste Leben ever. Danke, lieber Gott, für dieses schöne Leben. Danke für diese tolle Zeit. Danke, für, dass ich Essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich so tolle Mitmenschen habe, was auch immer. Ja? Und auch manchmal dankbar zu sein, dass man alleine ist. Ne? Dass man einfach dann für sich eine Zeit lang, und das ist meistens immer in einer Persönlichkeitsentwicklung, darf man ein Stück weit alleine gehen, sich zurückziehen, sich reflektieren. Ne? Also ich versuche hier jetzt gerade so ein bisschen alle mit ins Boot zu nehmen, weil wir, jeder steht an einer anderen Stelle. So frei zu urteilen oder frei von Urteilen und frei zu lieben. Also es wird dir leichter fallen in der kommenden Woche, wenn du dein Urteilen über Dritte einfach mal sein lässt oder aber auch für dich selbst, wenn du dich beurteilst oder auch verurteilst, also wenn du über dich urteilst, weil du dich reflektierst, haben wir schon wieder die Frequenz, sich selbst zu vergeben, weil man vielleicht Dinge getan hat, die nicht so toll waren. Also hier sehe ich in der kommenden Woche wirklich einfach mal alles loszulassen. Dem, wie sage ich immer, dem Schöpfer die Möglichkeit zu geben, indem wir vertrauen,
indem wir Dinge tun, die uns gut tun, einfach mal sein lassen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Loslassen, lassen. Sein lassen, ist auch wieder lassen. Einfach mal sei du selbst und lass die Schöpfung für dich arbeiten. Ja? Ja, ich habe hier wieder meine kleine Spinne. Ja, für die, die schon die ersten Botschaften gesehen haben, sind sie nicht niedlich, meine kleinen Spinnen. Ja, okay. Also, ich hoffe, du hast keine Angst vor Spinnen. Ich mag sie. Ich finde sie toll. Okay, also, ich hoffe, ihr habt die Botschaft bis jetzt verstanden. Es bringt euch auch mehr Energie, im Übrigen, ne? Wenn ihr euch mehr mit euch selber beschäftigt und einfach mal, wenn ihr nichts Gutes zu sagen habt, nichts sagt, dann bleibt ihr mit eurer Energie bei euch. Ne? Ansonsten werdet ihr das irgendwann merken. So, wir gucken mal, was die Weisheitskarten noch dazu sagen. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung. Ich habe nämlich ein neues Hexentarot für euch. Es ist hier wie mein kleiner Freund, so ein bisschen gruselig und ein bisschen hexisch. Ja, also wie gesagt, muss auch mal sein. It's my life. So is it. Okay, meine Lieben, mal gucken, was hier kommt. Oha. Was haben wir denn hier? Ja, mega. Guckt mal hier. Die große Weite, ihr Lieben. Ja, also, wenn du das Gefühl hast, dass du dich immer mit anderen Sachen beschäftigst, wie mit den Sachen, mit denen du dich eigentlich beschäftigen solltest, dann wirst du die große Weite nicht sehen, weil du dich selbst beschränkst. Ja? Wir haben übrigens hier den Heilsteinstab der Transformation wieder mit dabei. Und auch das Thema, was wir ja gerade hatten, was ich ja gesagt hatte, die Transformation. Was ich hier ganz stark sehe, ist, dass es einige von euch geben wird, die endlich vorangehen, die in die große Weite gehen wollen. Wir haben hier 42 quer Summe 6. Das ist auch dieses Vorangehen, ja? Und wir haben hier 39 Quersumme 12, ja. Wenn du die 12 nochmal teilst, hast du da die Quersumme 3. Und das ist auch wieder wie 3 der Stäbe, das Vorangehen. Also es geht in der nächsten Woche wirklich darum, dass du nicht andere verurteilst, nicht dich selber verurteilst oder überhaupt urteilst, sondern dass du sagst, okay, wo möchte ich jetzt hin? Was ist jetzt was sind meine Wünsche, Ziele, Träume? Ja, und was tut mir jetzt gut? Und darauf darfst du dich hier sehr erfolgreich fokussieren, okay? So, meine Lieben, natürlich vorher gereinigt und mit Energie geladen, ganz klar. Sonst bräuchte man ja nicht mit den Karten arbeiten. Sie sind noch, wie gesagt, neu, also wir gucken mal. Sie sind noch nicht richtig eingearbeitet. Okay. Aber wir nehmen gleich mal die erste Karte, die sich jetzt zeigt. Ja, was machen wir denn heute eigentlich für eine Legung? Ich werde wieder eine Pyramide für euch legen, meine Süßen. Ja, also das Hauptthema ist der Turm. Es wird in der kommenden Woche ein Turmsturzerlebnis kommen. Es ist etwas, was du so an sich nicht siehst. Und es gibt so einige, die haben Angst vor dem Turm, braucht ihr aber nicht, weil der Turm, meine Lieben, der Turm bringt euch die Klarheit, ja? Die Klarheit zum Beispiel, wie du die große Weite leben kannst oder was dich blockiert hat bis dato, warum du die große Weite noch nicht leben konntest, ja? Das kann sein, dass es hier um Menschen geht, die dich blockieren, die dir dein Glück nicht gegönnt haben. Es kann um Menschen gehen, die gegen dich gearbeitet haben. Es geht aber allgemein beim Turm immer um die Klarheit, um das zu sehen, was in deinem Leben war, was jetzt aber oder was dich gestört hat, ja, was dir jetzt deinen Weg ebnet. Wo du zum Beispiel, wenn du einen Weg gehst und du sagst, ich weiß nicht, ich sehe ja den Weg nicht, ja, du jetzt durch den Turm, die ein oder andere Lampe wird bei dir angehen. Das kann auch ein Aha-Effekt sein,
wo du sagst, ah, alles klar, okay, jetzt verstehe ich das. Das kann von Ängste sein, das kann von fremden Menschen sein, die dich blockiert haben oder generell Menschen, die dich blockiert haben. Es kann auch, wie gesagt, dein eigenes Mindset sein. Es sind verschiedene Möglichkeiten, die der Turm offenbart, ja, oder offenbaren kann. So, ach du meine Güte, die nächste große Arkana. Wir haben das Gericht, Judgment, ja, da sage ich, das ist das, was ich die ganze Zeit erzählt habe, ja, übersetzt habe, die Schöpfung ist nächste Woche am Werke mit dir, ja, also es ist etwas Schicksalshaftes nächste Woche, was, du sollst in die große Weite gehen, wir Menschen sollen uns nicht mehr so engstirnig begrenzen. Wenn du sagst zum Beispiel, das geht nicht weil oder ich kann das nicht weil, bedeutet das, dass du deine eigenen Grenzen dir setzt. Die Schöpfung hat uns keine Grenzen mitgegeben. Das ist unser Kopf. Das ist der, wie sag ich mal, Kategorie Mensch. Ja, der Mensch hat einen Kopf, der hat ein Gehirn zum Denken. Ja, optimal ist es immer, wenn man mehr Hirnmasse als Luftmasse hat und einfach sagt, okay, ich bin soweit erwacht, ich setze mich jetzt mal hin und schalte einfach mal mein Gehirn ein und fokussiere mich auf das, was ich möchte. Was fällt mir da auf einmal ein? Was kommt da Schicksalshaftes auf mich zu? Was möchte mir das Universum, die Schöpfung zeigen? Und warum zeigt sie mir ausgerechnet jetzt das? Und da haben wir auch wieder das Thema frei von Urteilen, frei zu lieben. Selbstliebe, die Liebe zu anderen Menschen. Vielleicht bist du in einer Beziehung gewesen, wo du wahnsinnig verletzt worden bist, ja, weil du einfach noch nicht so weit warst und du diese Seelenerfahrung machen musstest. Und kommst jetzt aber in die Phase durch den Turm, durch das Erwachen, durch den Aha-Effekt, okay, die Schöpfung ist am Werke, ich soll in die große Weite. Wie viele Menschen ziehen sich aufgrund von Misserfahrungen, Missständen, mangelndem Selbstwert zurück, ja, und wollen nicht mehr dieses oder jenes, weil sie Angst haben, wieder verletzt zu werden. Und der Turm und Judgment sind dazu da, um dir genau das aufzuweisen. Die nächste große Arkana, Justice. Justice bedeutet Gerechtigkeit. Das Gericht, die Schöpfung und Gerechtigkeit aufgrund einer Wahrheit, die ans Tageslicht kommen wird. Ob es bei dir selbst ist oder durch Dritte verursacht. Völlig egal. Das Ziel der Schöpfung ist es, dass du hier in die große Weite gehst. Dass du dich nicht mehr bis dato beschränkst, sondern dass du sagst, mir stehen alle Türen offen. Innerliebe, im Beruf, inner Persönlichkeitsentwicklung. Völlig egal. Also die nächste Woche ist eine unheimlich schicksalshafte Woche. Und hier haben wir die 6 der Schwerter. 6 der Schwerter, meine Lieben, ist die Karte des Vorangehens. Du hast ein Ziel. Du wirst durch den Turm und die Schöpfung wirst du Ideen bekommen. Wirst du den Mut bekommen, endlich dein Ziel näher zu kommen, sei es in der Liebe, ich sag's nochmal, sei es im Beruf, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, ja? Du wirst einen alten Zustand verlassen, ja? Einige werden an etwas arbeiten, an den neuen Zielen, das ist wieder dieses Transformative, dieses Schicksalshafte, das ist eine unheimlich intensive Woche, ja? Und mit 8 der Münzen haben wir mit der Arbeitskarte jemanden hier, der sehr, sehr stark an seinem persönlichen, an seiner Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema, was du mitbringst, arbeitest. Also ich gebe ein Beispiel. Angenommen, du möchtest jemanden kennenlernen, dann oder du möchtest jemanden ansprechen oder du möchtest, dass da was vorangeht in der Liebe, dann wirst du den Mut finden und wirst dafür sorgen, dass, egal in welcher Form auch immer, dass da etwas vorangeht. Im beruflichen Sinne kannst du sagen, wenn du endlich selbstbestimmt und frei, wie ich zum Anfang gesagt habe, leben möchtest, dann wirst du etwas tun,
was dich aus der Funktion rausholt. Zum Beispiel, dass du sagst, du reduzierst deine Arbeit, du fängst an, in einer selbstständigen Arbeit die andere Hälfte deiner eigentlichen Arbeit zu arbeiten. Dass du also so ein, wie soll ich sagen, so ein 50-50-Ding machst, ne? Also teilweise selbstständig, andererseits aber im Angestelltenverhältnis bist. So. Die andere Variante ist, wenn es hier um dich persönlich geht, dass du sagst, okay, ich arbeite jetzt an meinen Zielen, Wünschen, Träumen, daran, wo ich hin möchte. Und das wird dir in der kommenden Woche durch den Turm, wird dir das klar. Sei es, mit wem du sein willst, sei es, was du arbeiten willst, sei es, wie du leben möchtest. Diese drei Bereiche, bleib mal dabei. Je nachdem, wo du dich wiederfindest, die sind hier ganz, ganz stark im Feld. Justice ist aber auch hier der Ausgleich. Kommst du aus einer toxischen Beziehung oder aus einer Beziehung, sage ich mal, wo du sehr verletzt worden bist, wirst du das ausgleichen können. Ja, das Vertrauen zur Schöpfung zu bekommen, dass alles seinen Grund hatte, warum es so sein sollte. In der Regel ist es immer so, dass wir daran wachsen werden. Ja, wir wachsen immer aus diesen Negativerlebnissen. Das ist wichtig. In der Arbeit genauso, wenn es um Mobbing geht zum Beispiel. Oder Persönlichkeitsentwicklung. Warum bin ich hier? Ja, das sind alles Themen, Leute, die könnt ihr nächste Woche total gut erarbeiten oder nach vorne bringen. Ja. Und ich sage euch noch was. Alles, was ihr wollt, schafft ihr. Ich habe so einen neuen Lieblingsspruch, meine Lieben. Und zwar, voll perfekt, 24/7, 10 von 10. Hatte ich schon in den letzten Videos teilweise gesagt. Ja, und wenn man sich das oft genug einredet, ich sage euch das, das ist nichts anderes wie Manifestation. Ne? Und man arbeitet ja mit seinem Unterbewussten. Und Leute, wenn ihr vorankommen wollt, ist es wichtig, dass ihr wisst, wer ihr seid. Das Mindset ist wichtig, ein gutes Selbstwertgefühl ist wichtig, ein Selbstbewusstsein ist wichtig und dankbar zu sein über diese Negativerlebnisse natürlich auch, ja, je nachdem wie sehr, also das muss man auch immer wieder ein bisschen unterscheiden, ja, aber ich gehe jetzt mal von Verletzungen in Beziehung aus, vom Mobbing auf der Arbeit, ne, sowas meine ich jetzt, alles andere ist da fernab, ne. Und sowas, so eine Situation bringen uns nur voran. Und für so eine Menschen dankbar zu sein, dass sie zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass wir die Arbeitsstelle wechseln, damit wir in unserem eigenen Weg in die große Weite gehen können, dass wir vorangehen können, das ist wichtig. Denn wenn alles zur Zufriedenheit ist, wenn alles für uns tutti paletti ist, dann würden wir nie was verändern als Mensch, niemals, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ne? Wie sagt man immer, da gibt es doch so einen Spruch, wartet mal, lasst mich kurz überlegen. Alles, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So, und das ist typisch Mensch. Ne? Also hier ist es aber auch wichtig, offen zu sein für das Neue, was kommen möchte. Ich sag immer, die im alten System hängen bleiben wollen, die können hängen bleiben, natürlich, aber die haben es unheimlich schwer. Und Stück für Stück mit der Kraft der Schöpfung. Ja, das sieht man schon an der künstlichen Intelligenz, was sich da alles gerade entwickelt. Und es wird noch mehr werden, 25. Aber wenn man da nicht mitgehen will, ja, und sondern stehen bleibt, ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist, ob das so toll ist für dich. Also hier ist es wichtig, jetzt die Transformation, die Veränderung wirklich für dich mitzunehmen und zu sagen, okay, ich bin ja hier inkarniert, weil ich das erleben wollte. Du bist ja nicht nur inkarniert, weil dich der liebe Gott mal durch einen, sage ich mal, Husten ausgehustet hat und gesagt hat, oh, jetzt ist die Seele auf Erde gelandet. Ach du Schande. Nee, du wolltest das selber. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da ans Erwachen kommen. Versteht ihr, wie ich es meine? Ich hoffe. Ja, König der Kelche. König der Kelche. Wunderbar. König der Kelche ist jemand, der sehr männlich unterwegs ist. Aber liebevoll, zum Beispiel die alleinerziehenden Mütter hier unter uns, ja, die ja alles wuppen müssen, ja, Kinder, Haushalt, Arbeit, alles, was dazugehört, ne, die sind zum Beispiel in der Regel ein König der Kelche. Es kann natürlich auch eine dritte Person sein, eine väterliche Person, es kann auch ein Gegenüber sein, der dir den roten Teppich ausrollt und sich einfach um dich kümmern möchte,
und dir zeigen möchte, dass andere Mütter auch schöne Söhne haben, ja? Oder zum Beispiel dich einfach tragen wollen. Es kann auch ein netter Chef sein, ja, aus einem Familienunternehmen, wenn wir hier mal die Arbeit nehmen, wo du neue Wege gehst. Ja, es kann aber auch sein, dass du jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung kommst und sagst, ich gehe jetzt in die männliche Energie und bin einfach mal ein bisschen lieb zu mir selbst, ja, weil man sich sehr gerne, sehr, sehr gerne in der Regel, ja, vernachlässigt. Und das sind so viele Dinge, ja, oder auch ganz viele Mütter, die sind auch ganz oft König der Kelche, wie ich zum Anfang gesagt habe, die wirklich sich um Kinder kümmern, um die Familie kümmern. Und das bedeutet männliche Energie. Ne? Das ist wichtig. Und Kelchenergie ist die Liebe, ist die Familie und so weiter. Ja? Oder sie sorgen halt für die Gerechtigkeit. Ja? Und, aber auch eine Mutter kann den Turm darstellen, ja, dass sie sagt, also ich setze mich jetzt hier mal durch und so geht's nicht weiter. Das kann es auch sein, ne? Oder einem Oma oder wie auch immer, wo du dich hier wiederfindest. So, wir haben den Teufel. Ja, und das ist das. Umso lichter du leuchtest, umso erfolgreicher du bist, umso mehr haben wir die teuflischen Energien bei uns, die verhindern wollen. Ja, nee, urteile mal ein bisschen bei dem und verurteile mal ein bisschen den anderen und mach mal ein bisschen Schaden bei dir selbst, ne? Da ist es wichtig, dass du sagst, nee, es gibt nicht nur den Teufel, es gibt nicht nur die negativen Energien. Ich entscheide mich für die große Weite. Und diese Frau hier, die guckt in die große Weite und zwar ins Licht. Ja, und im Schatten, wenn das Licht hier auf die Frau sich wirft, dann ist der Rest von ihr im Schatten. Das bedeutet, sie dreht sich von dem Unlichten weg und wird letztendlich in der nächsten Woche die Klarheit bekommen durch den Turm. Und da gehen wir jetzt nochmal in die Klärung, meine Lieben, mit den Lennys. Ich habe diesmal andere Lennys genommen. Aha, eieiei, guckt mal. Wir haben das Schicksalskreuz. Es heißt hier ein karmischer Abschluss wird gemacht durch die Erleuchtung, durch die Klarheit, durch das Durchschütteln, schicksalshafte Rütteln durch den Turm. Ich sag euch, das kommt von oben. Einmal haben wir hier das Schicksalskreuz, meine Lieben, und dann haben wir hier Judgment. Und wir haben hier Justice. Das ist, wie gesagt, die Schöpfung, die Gerechtigkeit und hier auch nochmal das Schicksalskreuz. Also es ist eine sehr, sehr schicksalshafte Woche, die hier auf euch zukommt. Die wird wirklich, und ich sag euch, öffnet euch bitte dafür, weil es kann wirklich für den einen oder anderen, der nicht für die Veränderung ist, kann das ein Erwachen sein. Also wirklich so ein Durchrütteln, Durchschütteln, ja, zu sagen, okay, ich wollte es nie sehen, ich habe es geahnt, ich habe es gefühlt, ja, aber, oh mein Gott, so. Es dient aber immer, und deswegen liebe ich diese Kartenkonstellation, es dient immer zu eurem höchsten Wohle. Also stellt euch vor, ihr hattet immer Angst, euch zu bewerben und ihr habt es trotzdem irgendwie getan oder ihr rechnet mit einer Bewerbung gar nicht mehr, mit einer Antwort von einer Bewerbung. Und auf einmal, unverhofft, kommt hier durch das Schicksal, ja, wir laden Sie, Herr XY oder Frau XY, laden Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. So, zum Beispiel. Oder einer Liebe, kommt schicksalshaft, du hast nicht mehr damit gerechnet, kommt da jemand auf dich zu, wo du sagst, oh Gott, nee, der meldet sich sowieso nicht oder keine Ahnung, ja, so. Und du rechnest gar nicht mehr damit und schaust letztendlich schon in die große Weite und sagst, okay, dann mache ich jetzt mein Ding einfach weiter. Und auf einmal, unverhofft, ja, das ist sowas. Ich versuche euch hier nur so ein paar Beispiele aufzuzeigen. Ja, und bitte meckert nicht rum, dass die Legung schon wieder so lange ist, aber ich muss es sagen einfach. So, ja, und das ist genau das. Oh Gott, das Schicksal, Judgment, das Gericht, da, das nagt an mir. Ja, vielleicht möchtest du auch endlich Gerechtigkeit haben für eine Situation in deinem Leben, weil du es hier mit einem Teufel zum Beispiel zu tun hast. Ja, das kann es auch sein, dass du sagst, okay, wenn die Schöpfung hier am Start ist, es nagt aber trotzdem an mir. Ja, weil ich halt schon so lange gewartet habe oder weil jetzt endlich ein karmischer Zyklus abgeschlossen wird und trotzdem nagt es an mir. Vielleicht musst du auch einen Kompromiss machen in deinem Leben, ja? So, das ist die Gerechtigkeit.
Irgendwas siehst du hier noch nicht. Okay, die Wolken und die Klarheit, alles klar. Also, sie zeigen mir gerade ein Gerichtsgebäude. Einige von euch werden hier irgendwas vor Gericht haben. Du siehst noch nicht die Gerechtigkeit in der Situation. Das ist für eine Gruppe. Es wird nicht für viele sein, aber es soll ich so mit rausgeben. Die Klarheit, die Sterne, die Wunscherfüllung, ne, dass du mehr Klarheit bekommst in dem Ganzen, was du noch nicht siehst, in dem Urteil der Gerechtigkeit. Dass hier etwas ausgeglichen wird, dass hier etwas sich gerecht entwickelt für die nächste Gruppe ist, das siehst du noch nicht. Deswegen speichere dir bitte das Video ab und guck es dir zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal an. Es könnte nämlich sein, dass du sagst, ja, die Schöpfung ist sowieso nicht bei mir, das nagt an mir. Was soll hier gerecht werden? Ich sehe das noch nicht. Die Klarheit ist aber auf dem Weg, die kommt. Ja, da kommt eine Veränderung in dein Feld. So, die 6 der Schwerter. Du verlässt ein Zuhause, du verlässt etwas, was instabil war. Du wirst neue Wege gehen. Wir haben diese Karte mit dem Haus, haben wir zweimal. Einmal mit dem großen Haus und hier ist das Haus klein abgebildet. Daran sehe ich, dass du dich schon von dem, wo du mal warst, dich schon wegentwickelt hast. Es war mal eine Stabilität für dich, aber diese Stabilität ist nicht mehr. Du gehst in eine neue Stabilität. Du wirst etwas Altes verlassen, eine alte Situation, eine alte Arbeit, alte Glaubenssätze. Du machst dich neu, Transformation. Also du wirst etwas in die Veränderung bringen. Und das hat was mit einer Stabilität zu tun. Eine alte Stabilität lässt du hinter dir. Und du gehst sukzessive in eine neue. Es kann auch schon sein, dass du schon angefangen hast, diesen Weg zu gehen oder schon seit Jahren diesen Weg gehst und dir für dich selber deine Stabilität aufbaust. Ja, ich sag mal, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Ja, sondern es braucht seine Zeit. Habe Geduld. Oh, ein blödes Wort, ich weiß. Ich weiß, dass jetzt hundertprozentig ein Kommentar kommt. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich weiß, aber es ist so. Es geht hier um das göttliche Timing. Und wer soll es besser wissen wie der Schöpfer? Der weiß, wann es der richtige Zeitpunkt für euch ist. Und wisst ihr was? Ich ärgere euch jetzt mal eine Runde. In der Regel ist es immer so. Passt auf. Wenn man neue Wege gehen möchte, ja? Man kennt zwar sein Ziel, man hat so seine Vorstellung, ne? Wie sagt man immer? Oh, wartet mal, da habe ich noch einen Spruch im Kopf. Lasst mich mal überlegen. Ich habe ihn auf der Zunge. Oh, ja. Komme ich jetzt da drauf? Ich glaube, ich komme nicht da drauf. Es hat was mit Plan und Schöpfung zu tun. Oh, ich habe das mal in einem Video gesagt. Leute, ich muss drüber nachdenken. Vielleicht blende ich euch den nachher nochmal ein, wenn ich jetzt nicht drauf komme. Aber es ist lustig. Ich habe schon wieder so viel im Kopf. Ist egal. Nichtsdestotrotz, meine Lieben, Fakt ist, mach deine Pläne und deine Vorhaben. Sprich die immer mit der Schöpfung ab. Hast du es nicht, dann wird es nicht passieren. Oder es wird anders kommen. Also beziehe gleich die Schöpfung mit ein. Dann ersparst du dir sehr viel Ärger oder sogar sehr viel Unruhe. Ja, hinterfrage immer. Das ist wichtig. Beziehe den Schöpfer einfach mit ein. Es kann auch dein Engel, dein aufgestiegener Meister, deine Ahnen sein. Ist egal wer. Ich rede halt von der Schöpfung, weil ich kommuniziere am meisten mit denen. Ja, und deswegen, also egal was auch immer, wenn du hier neue Pläne hast, neue Wege hast, beziehe die Schöpfung mit ein. Ganz wichtig. Okay, wir gehen jetzt einfach weiter. Ich habe schon wieder so viele Ideen, oh mein Gott. Ja, der Weg. Seht ihr? Der Weg. Der Weg der Dürre. Hm. Hier haben wir einen Weg, der sieht natürlich nicht ganz so pralle aus. Ja? Seht ihr hier? Da ist das Zuhause. Auch hier, du gehst hier Wege einfach aus einem Zuhause raus, was ich gesagt habe, aus einer Situation raus. Auch die Entscheidung rauszugehen aus der Fülle,
nicht in den Mangel, sondern meistens auf diesem Weg werden wir geprüft. Und ich sage immer, das sind so Prüfungen. Ne? Also du hast dich hier auf den Weg gemacht, hast eine Entscheidung getroffen, aus einer Stabilität rauszugehen. Und es könnte sehr gut sein, dass du die Woche überprüft wirst, inwiefern du das wirklich willst, indem du ein Stück weit im Mangel bist. Hier ist nämlich der Baum mit seinen Blättern. Jetzt könnte man sagen, okay, wir gehen ja in Richtung Herbst, Winter zu. Ja, aber du wirst trotzdem deinen Weg weitergehen. Weil wir haben ja die Sechs der Schwerter. Und bei manchen ist es auch wirklich so, dass die aus der Fülle erstmal in den Mangel gehen. Eine Zeit lang, um sich selbst wieder zu fühlen, sich selbst bewusst zu werden. Oder aber die Schöpfung möchte wirklich sehen, inwiefern ihr bereit seid, wirklich in die Kommunikation zu gehen, ins Beten zu gehen, wirklich die Dinge schriftlich vielleicht festzusetzen. Also hier kommt auch was Positives. Eine positive Kommunikation kommt auf dich zu. Sei es durch die Arbeit oder dass man sagt, wow, du hast aber an dir gearbeitet, du hast dich aber krass verändert. Ja, logisch. In Zeiten, wo man alleine war und man hat an sich gearbeitet, wird man sich extrem verändern. Und es könnte sehr gut sein, dass du in der kommenden Woche jemanden begegnest, der dich lange nicht gesehen hat, der sagt, was ist denn mit dir passiert? Ja, das kann ich selbst bestätigen. Also 6 Jahre im eigenen häuslichen Bereich, ohne großartig irgendwas. Leute, ich kann euch sagen, also spult mal 6 Jahre zurück, da hättet ihr mich nicht erkannt. Ne? Also wie gesagt, Transformation, das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Regel lebe ich immer die Dinge im Vorfeld. Ich erlebe sie und lebe sie wie viele andere. Das ist nun mal bei spirituell lebenden Menschen in der Regel so. Und deswegen kann ich da sehr gut aus Erfahrung sprechen. Ja? Also hier kommt eine positive Kommunikation auf dich zu. Ich denke auch für einige eine Ermutigung dahingehend, ey, geh deinen Weg weiter, du bist auf dem richtigen Weg, arbeite weiter an dir, lass jetzt nicht nach, das ist eine Prüfung. Kann auch dieses Thema, was ich gesagt habe mit der Arbeit, du hast nicht mehr damit gerechnet, dass hier ein Schreiben kommt vom Arbeitgeber zum Beispiel, der hier sagt, ich lade Sie herzlich zum Vorstellungsgespräch ein. Oder aber auch, dass du von einer dritten Person, wo du dich entschieden hast, dich mehr auf dich zu fokussieren, jetzt plötzlich eine Einladung kommt oder jemand mit dir redet, kommuniziert oder, ja. Also das kann alles hier nächste Woche drin sein, je nachdem, wo du dich wirklich wiederfindest. So, aber jetzt wollen wir mal auf den König der Kelche nochmal eingehen. Vielleicht ist es auch eine dritte Person. Oder das bist du, je nachdem. Es kann auch sein, dass du einen toxischen Vater hast oder einen toxischen Partner hast. Ja, wir gucken mal. Mhm. Die Sense. Okay. Die Sense und der Mond. Okay, ich übersetze mal. Einige werden, wenn sie ein Vaterthema haben, die verletzten Gefühle zum Vater hier reduzieren, sich abschirmen. Das ist, ich werde mir wirklich bewusst, dass mein Vater mich bis dato blockiert hat. Andere werden auch, wenn sie mit einem König der Kelche zu tun haben, werden sie diese Person auch reduzieren. Wenn zum Beispiel du kein Feedback bekommst, ja, wir haben es hier mit Gefühlen zu tun, der Mond, Intuition, du hast das Gefühl, die Intuition, ich muss etwas kürzen, um mich vor diesen Menschen zu schützen oder aber auch, um wieder bei mir anzukommen, wenn es zum Beispiel um dein Gegenüber geht, der dir kein Feedback gibt. Ja? Die andere Variante ist aber auch, es gibt einige, die sich bewusst werden, dass sie aus der maskulinen Energie rausgehen müssen, ja, an die ganzen Mamas da draußen oder Muttis, ja, auch mal tretet man ein Stück zurück. Also ich mache das immer so, ich kann euch nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, ich habe auch sehr viel zu tun als Mama, weil ich ein sehr hohes Niveau habe oder eine sehr hohe Vorstellung habe, wie was sein soll. Und manchmal ist es so, dass ich dann einfach raustrete. Ich trete raus aus meinem Mama sein. Also das heißt, ich stelle mich einfach neben mich, um die Situation zu reflektieren, um mir das einfach mal im Außen anzugucken.
Das ist eine Übungssache. Ja, das kann man aber. Oder auch mal hier sich eine Auszeit zu nehmen und intuitiv zu wissen, ich muss nicht immer funktionieren. Ja? So, und dann haben wir die Gefühle. Oder aber auch das Geld. Dann haben wir wieder den Neid. Neid muss man sich erarbeiten. Geld bekommt man, wenn man was tut. So, Punkt. Also, wir haben Portaltage, Leute. Es kann also jetzt öfter sein mit den Versprechern. Seht es mir bitte nach. Also, die Fische stehen für Gefühle. Toxische Gefühle oder das Gefühl, dieser Mensch tut mir nicht gut. Ja. Oder aber auch, ich weiß, ich fühle, ich bin sehr in meinem Ego. Dann haben wir es hier mit dem persönlichen Ego-Thema zu tun. Das hat nichts mit Verurteilen zu tun, sondern einfach Selbstreflexion. Das kann auch der Turm hier sein, ja, dass der Turm sagt, hey, pass mal auf hier, werd dir mal darüber im Klaren, dieser Zyklus ist jetzt abgeschlossen. Die andere Variante, die ich hier aber auch sehe, ist, dass du lernen darfst, dich von toxischen Menschen zu entfernen und dass du deinem Gefühl folgst und weiterhin an dir selbst arbeitest, erfolgreich bist. Das kann, wie gesagt, in der Arbeit sein. Das kann sein, dass in der Liebe, dass sich da was entwickelt. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Ja? Oder wie gesagt, deine Persönlichkeit. Meine Lieben, ich ziehe euch jetzt noch eine Hexentaschen-Orakelkarte. Das seid ihr von mir gewohnt. Und dann beenden wir das jetzt nach fast 50 Minuten. Oh Gott, ich weiß schon wieder. Da kommen wieder Kommentare. Ist so lang. Ja, sorry. Die Woche ist auch sehr intensiv und sehr transformativ und sehr schicksalshaft. Da müsst ihr jetzt durch. Also, danke für die Abos, die Likes und die Kommentare. Unterstützt mich gerne auf meinem Kanal. Danke für alle Spenden. Ihr seid super. Und wer eine persönliche Legung haben möchte, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ab Februar gibt es einige Angebote für Coachings und für Energiearbeiten. Also, wer da Interesse hat und sich weiter transformativ entwickeln möchte, kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Und jetzt hätte ich bitte gerne zum Schluss noch eine Karte hier für meine liebe Community. Okay, sie sagen es, die dritte von hinten. 1, 2, 3. Dann soll es sein. Hex, Hex. Okay. Was haben wir hier? Kein Grund zur Sorge. Ja, wunderbar. Das ist eine schöne Abschlusskarte, meine Lieben. Kein Grund zur Sorge für die Woche. Es wird mystisch. Es wird transformativ. Es wird schicksalshaft, es wird klar werden durch den Turm. Ich danke euch für euer Sein. Habt eine schöne Woche, habt eine tolle Zeit. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ich bin gerne für euch da. Dafür mache ich das auch alles hier. Das ist meine Lebensaufgabe, das ist meine Berufung. Ja, und ich freue mich, wenn ich von euch höre. Und danke euch für eure Zeit. Also, bleibt gesund und stabil, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.